Auf einer Länge von 4,15 Meter hat Citroën ein kompaktes, fünftüriges SUV im typischen Citroën-Design umgesetzt. Optische Übereinstimmung mit den Konzerngeschwistern findet man eher unter dem Blechkleid. Crossland X von Opel und auch der Peugeot 2008 sind blechtechnisch in weiten Bereichen vollkommen eigenständig. Optisch dominiert beim C3 Aircross die hohe Motorhaube mit dem schmalen Leuchtenband und den optischen Offroad-Applikationen im Stoßfänger, in der Front und im Heck. Im Inneren fällt der überragende Verstellbereich des Fahrersitzes auf, dessen Abmessung selbst ich mit meinen 1,94 m Körperlänge nicht gewachsen bin. Das geht natürlich zu Lasten der Rückbänkler, deren verschiebbare Sitzflächen diese Endpositionierung des Fahrersitzes naturgemäß nicht vollständig kompensieren kann. Weiter positiv fällt auf, dass die typischen tote Winkelbereiche in den A- und C-Säulen durch die geschickte Verglasung optimiert ist. Dennoch möchte ich auf Rückfahrkamera und toter Winkelassistent nicht mehr verzichten. Die Sitzflächen selbst sind eher klein und bieten jedoch dank straffer Polsterung angenehmen Reisekomfort. Der von mir gefahrene C3 Aircross in der Ausstattung Shine entspricht durch üppige Sonderausstattung in Form von Leichtmetallfelgen, Family-Paket, City-Paket, Technik-Paket, Heizpaket sowie einem Style-Paket Grau einem Gesamtpreis von 25.910 Euro. Die Einstiegsausstattung dagegen ab 15.290 bietet zwar einen Spur- und einen Pausenassistent und eine Verkehrszeichenerkennung, verzichtet jedoch gänzlich auf elektrische Fensterheber hinten und eine Klimaanlage. Ich bin die mittlere Leistungsstufe der Benziner mit 81 kW, 110 PS gefahren. Alle Benziner im C3 Aircross schöpfen ihre Leistung aus einem Dreizylinder mit knapp 1200 Kubik Volumen. Dieses kleine Motörchen verrichtet seine übertragenen Aufgaben absolut souverän. In meinem Fall bin ich die einzige Automatikoption im Benzinerportfolio gefahren. Auch dieses sechsstufige Getriebe harmoniert mit der gebotenen Leistung. Immerhin stellt der kleine Dreizylinder ein sehenswertes Drehmoment von 205 Newtonmeter bereits ab 1500 Umdrehungen zur Verfügung. Entsprechend früh schaltet das Getriebe die Gangstufen durch. Auf der von mir gefahrenen Testdistanz von knapp 1500 Kilometern habe ich Nachtankmengen erreicht, die einem Verbrauch zwischen 6,5 und 6,9 Liter auf 100 Kilometer widerspiegeln. Auf Autobahnetappen habe ich den Tempomaten immer, wenn es geht, zwischen 120 km/h und der Richtgeschwindigkeit eingestellt. Das Tankvolumen von 45 Liter reichte bei meiner Fahrweise für 650 bis 700 Kilometer. Ich war damit sehr zufrieden.